Pastorin Katharina in Ransel zu unserer Videoandacht zum Thema Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, eines der sieben Ich-Bin-Worte aus dem Johannesevangelium. Beginnen wir unsere Andacht im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Alle Religionen sind Weggemeinschaften. Abraham machte sich auf Gottes Wort hin auf den Weg von Ur in Chaldea nach Kanaan. Mose führte das Volk Israel aus Ägypten zurück in die Freiheit, ins gelobte Land. Die Anhänger und Anhängerinnen Jesu sind in die ganze Welt gegangen, um die frohe Botschaft zu verkünden. Der Glaube an den lebendigen Gott ist nichts Starres oder Festes. Wer glaubt, ist in Bewegung mit diesem Gott und zu ihm hin. Jesus ist dabei an unserer Seite. Ja, mehr noch, er will selbst der Weg sein, auf dem wir zum Vater gehen. So möchten wir Sie mitnehmen auf unseren Weg zum Missionskreuz hier bei Ransel und in Impulsen unser Pilgern, unser Unterwegssein bedenken. Lesung aus dem Johannesevangelium. Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, den Weg dorthin kennt ihr. Thomas sagte zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir dann den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Gott, unser Vater, nicht immer sehen wir das Ziel klar vor Augen. Wir folgen den Spuren, die wir sehen. Die Spuren zeigen uns aber auch, wir sind nicht allein. Du gehst mit, auch wenn wir dich nicht sehen. Wir treffen uns und teilen den Weg. Den Weg, den wir gemeinsam neu entdecken. Und oft entdecken wir erst im Nachhinein, dass du es warst, der mit uns ging, der uns das Brot zum Leben bereithielt. So bitten wir dich, führe uns Wege, die zu dem Ziel führen, das du selber bist. Ich mache mich auf, um die Mitte zu finden, das Ziel meines Lebens. Wenn ich es sehen kann, ist der Weg dahin gerade und leicht. Aber auf Umwege wird mein Schritt geführt. Mein Gott, wie viele Biegungen liegen noch vor mir? Manchmal glaube ich, am Ziel zu sein. Dann wieder stehe ich fast am Anfang. Jede Umkehr bringt mich dir näher. Kein Schritt ist vergeblich vor dir. Ehe ich es verstehe, liegt die neue Spur für mein Leben vor mir. Zu welchen ungewöhnlichen Wegen bin ich bereit? Was sind Umwege? Können mich solche Wege dem Ziel und der Fülle des Lebens näher bringen? Jesus ist
das Leben. Niemand kommt zum Vater, niemand kommt zum Vater, niemand kommt zum Vater ohne ihn. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater ohne ihn. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater ohne ihn. Gott, schenke mir Glauben, dass ich immer wieder den Aufbruch wage, voll Lebenslust und Neugier nach meiner Zukunft frage. Gott, schenke mir Freude, dass ich den Weg genieße, in jeder kleinen Blume ein Werk des Schöpfers sehe. Gott, schenke mir Hoffnung, wenn ich vor Mauern stehe und ohne klar zu sehen mich nur im Kreise drehe. Gott, schenke mir Weisheit, wenn sich mein Weg dann teilt, mit Ruhe zur Entscheidung, wenn mir die Zeit enteilt. Gott, schenke mir Liebe, die mir die Wege zeigt. Sie sei mein Licht im Dunkel, wenn dann der Tag sich neigt. Wir stehen immer wieder am Scheideweg, dem Weg der Wahrheit und dem Weg der Lüge, dem Weg der Barmherzigkeit und dem Weg der Hartherzigkeit, dem Weg der Gerechtigkeit und dem Weg der Ungerechtigkeit, dem ehrlichen, geraden Weg und dem krummen Weg, den krummen Touren, dem schmalen, mühsamen Weg und dem breiten, leichteren Weg, dem Weg des Lebens und dem Weg des Todes. Wo sind in meinem Leben Scheidewege? Punkte, an denen ich mich entscheiden muss. Was oder wer hilft mir, wenn ich Entscheidungen treffen muss? Woran kann ich mich dabei orientieren? Das Leben. Niemand kommt zum Vater ohne ihn. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater ohne ihn. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, niemand kommt zum Vater, niemand kommt zum Vater ohne ihn. Jesus ist der Weg, und das Leben. Niemand kommt zum Vater ohne ihn. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater ohne ihn. Behüte mich, Gott, denn bei dir habe ich mich geborgen. Ich sagte zum Herrn: Mein Herr bist du.
mein ganzes Glück bist du allein. An den Heiligen, die im Land sind, an den Herrlichen habe ich all mein Gefallen. Zahlreich sind die Schmerzen derer, die einem anderen Gott nacheilen. Ich will ihre Trankopfer von Blut nicht spenden. Ich nehme ihre Namen nicht auf meine Lippen. Der Herr ist mein Erbanteil. Er reicht mir den Becher. Du bist es, der mein Los hält. Die Messschnur fiel mir auf liebliches Land. Ja, mein Erbe gefällt mir. Ich preise den Herrn, der mir Rat gibt. Auch in Nächten hat mich mein Innerstes gemahnt. Ich habe mir den Herrn beständig vor Augen gestellt. Weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz und jubelt meine Ehre. Auch mein Fleisch wird wohnen in Sicherheit. Denn du überlässt mein Leben nicht der Totenwelt. Du lässt deinen Frommen die Grube nicht schauen. Du lässt mich den Weg des Lebens erkennen, Freude in Fülle vor deinem Angesicht, Wonne in deiner Rechten für alle Zeit. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Wir sind jetzt am Missionskreuz im Wald zwischen Ransel und Sauertal angekommen. Dieses Kreuz erinnert an die Volksmission im Jahr 1894 in den Gemeinden Ransel, Sauertal und Wollmerschied. Solche Volksmissionen dienten der Glaubenserneuerung und Glaubensvertiefung und dauerten meist 1 bis 2 Wochen. Sie wurden von Ordensgeistlichen, zum Beispiel Jesuiten oder Franziskanern, alle 10 Jahre, so die kirchlichen Bestimmungen, durchgeführt. Die letzte Volksmission hier fand 1963 statt. Seit 1994 werden hier einmal jährlich Gottesdienste gefeiert. Jesus will nicht nur unser Weg sein, er ist auch die Wahrheit unseres Lebens. Aber was ist Wahrheit wirklich? Dazu hören wir eine Erzählung. Die 3 Siebe des Sokrates. Einst wandelte Sokrates durch die Straßen von Athen. Plötzlich kam ein Mann aufgeregt auf ihn zu. Sokrates, ich muss dir etwas über deinen Freund erzählen, der... Warte einmal, unterbrach ihn Sokrates. Bevor du weitererzählst, hast du die Geschichte, die du mir erzählen möchtest, durch die 3 Siebe gesiebt? Die 3 Siebe? Welche 3 Siebe? Fragte der Mann überrascht. Lass es uns ausprobieren, antwortete Sokrates. Das erste Sieb ist das Sieb der Wahrheit. Bist du dir sicher, dass das, was du mir erzählen möchtest, wahr ist? Nein, ich habe gehört, wie es jemand erzählt hat. Aha. Aber dann ist es doch sicher durch das zweite Sieb gegangen. Das Sieb des Guten. Ist es etwas Gutes, das du über meinen Freund erzählen möchtest? Zögernd antwortete der Mann. Nein, das nicht. Im Gegenteil. Sagte Sokrates. Jetzt bleibt uns nur noch das dritte Sieb. Ist es notwendig, dass du mir erzählst, was dich so aufregt? Nein, nicht wirklich notwendig, antwortete der Mann. Nun, sagte Sokrates lächelnd, wenn die Geschichte, die du mir erzählen willst, nicht wahr ist, nicht gut ist und nicht notwendig ist, dann vergiss sie besser und belaste mich nicht damit. Thank you.
und komm zum Vater ohne ihn. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, niemand kommt zum Vater, niemand kommt zum Vater ohne ihn. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater ohne ihn. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater ohne ihn. Bitten wir um Gottes Segen für all unsere Wege. Mit dem Gebet von Michael Kessler im Gotteslob Nummer 13, Abschnitt 5. Du Gott des Aufbruchs, segne uns, wenn wir dein Rufen vernehmen, wenn deine Stimme lockt, wenn dein Geist uns bewegt zum Aufbrechen und Weitergehen. Du Gott des Aufbruchs, begleite und behüte uns, wenn wir aus Abhängigkeiten entfliehen, wenn wir uns von Gewohnheiten verabschieden, wenn wir festgetretene Wege verlassen, wenn wir dankbar zurückschauen und doch neue Wege wagen. Du Gott des Aufbruchs, wende uns dein Angesicht zu, wenn wir Irrwege nicht erkennen, wenn uns Angst befällt, wenn Umwege uns ermüden, wenn wir Orientierung suchen in den Stürmen der Unsicherheit. Du Gott des Aufbruchs, sei mit uns unterwegs zu uns selbst, zu den Menschen, zu dir. So segne uns mit deiner Güte und zeige uns dein freundliches Angesicht. Begegne uns mit deinem Erbarmen und leuchte uns mit dem Licht deines Friedens auf all unseren Wegen. So segne uns Gott, der immer mit uns unterwegs ist, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Immer am dritten Sonntag im August feiert unsere Pfarrei hier am Missionskreuz die Heilige Messe. In diesem Jahr am 16. August um 11 Uhr. Aufgrund der aktuellen Bestimmungen müssen Sie sich dazu bitte vorher im Pfarrbüro anmelden. Seien Sie herzlich eingeladen und willkommen. Du bist meine Freiheit, du bist meine Kraft. Du schenkst mir den Frieden, du schenkst mir den Mut. Nichts in diesem Leben trennt mich mehr von dir, weil ich weiß, dass deine Hand mich immer führen wird. Du nimmst alle Schuld von mir und verwirfst mich nie, lässt mich immer ganz neu begegnen. Vater unseres Vertrauen.